Da sind wir schon wieder, hier bei Stranded Alien Dawn. Willkommen zurück, Hallöchen. Wir haben Winter. Und es ist draußen schon, ja, minus 5 Grad. Wir haben noch draußen ein bisschen zu bauen. Hier haben wir das Material schon da, okay. Ich glaube mal, dass kein Holz mehr fehlt. Okay. Was haben wir gemacht? Wir haben auch mittlerweile die Schneiderbank und so reingeholt. Forschungstisch und die Lötbank. Die ist ja neu, die Lötbank. Die haben wir erforscht, aber ich möchte noch gerne die Werkbank auch noch gerne reinholen. Da ist noch ein bisschen Platz. Musikinstrumente werden auch noch gebaut. Gut. Ja, das mit dem Strom sollten wir eigentlich geregelt bekommen jetzt, ne? Verbrauch 38, Produktion 36. Oh, nee. Das ist nicht gut, ne? Eventuell bauen wir nochmal so einen dritten hier. Ja, ich glaube, wir bauen nochmal einen dritten. Okay. Also ein Solardingen hier, das bringt gerade nicht wirklich viel, glaube ich, ne? Status entladen minus 2. Wie, was? Versorger? Ach so, Aber Sonne ist gerade, ne? Wie sieht das mit der Batterie denn aus? Nicht viel, ne? 103 ist gerade noch geladen. Lädt sich auch nicht, ne? Lädt 2 Tagen und 3 Stunden. Vielleicht bauen wir doch nochmal so einen zweiten Solar-Dingen hier, ne? Ich glaube, das machen wir. Kopie. Ich hätte das Ding gerne hier. Müsste mal bei den Strommasten ein bisschen umbauen. Neue Kleidung, Lederhelm. Emmeline, das ist dein Lederhelm. Dichter Rauch. Eine dicke Rauchsäule steigt aus einem nahegelegenen Gebiet auf. Expedition. Dicker Rauch freigeschaltet. Interessant. Schön. Wir haben geborgen. Was haben wir denn geborgen? Oh. Ah, wir haben 2 CPU-Kerne. 2 CPU-Kerne haben wir geborgen. Schön. Befestigung bauen, ja, das lassen wir erstmal weiterlaufen. So, wurde der Tisch... Ja, der Tisch. Oh, aggressive Tiere. Der Tisch wurde... 19 Tiere. Tisch wurde auch schon umgesetzt. Jetzt wollte ich einmal kurz gucken. Nochmal wegen der Kleidung. Thermohosen hat jetzt jeder mittlerweile an, ja? Jetzt checken wir nochmal ab hier. Thermohosen hat jeder... Nee, Kater aber nicht. Kater, hier. Thermohose anziehen, komm. So, wo kommen die Tiere her? Ja, sehr schön, die kommen von da. Da habe ich sie am liebsten da vorne, weil hier erstmal unser Haupteingang ist. Wir lassen aber Quinn jetzt mal ganz schnell den Holzturm bauen und die Lara diesen Holzturm. Unterrichtende Fertigkeit, okay. Kann bauen? Ja, kann bauen. Okay. Ganz schnell die Türme hinbauen, damit wir uns da gleich reinstellen können. Gut, Emmeline baut... Was macht Emmeline? Ist doch unsere Köchin. Ah gut, lass sie ruhig herstellen. Wir bauen jetzt noch ein paar Kurzbogen. Ein paar Speere noch dabei. Weil... Ja, die sind schon so ein bisschen kaputt, ne? Schuhe wäre auch noch nicht schlecht, ne? Wenn wir Schuhe auch noch machen würden. Teilweise gescheitert. Was heißt teilweise gescheitert? Hat jetzt einen halben Bogen gemacht, oder wie? Oh weia.
gucken uns gleich mal diesen Bogen an. Was ist da mit diesem blöden Bogen? Kurzbogen. Wir haben auf jeden Fall einen. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr schlecht, ne? So, wie weit seid ihr? Oh, die zwei Türme sind fertig. Quinn, kannst du diesen hier bauen? Oh, weil er muss da bis da hinten hinlaufen. Das riskieren wir jetzt. Ganz schnell Holz holen für den Turm. Ohne dass uns ein Käfer angreift. Schön, hat geklappt. Es hat geklappt. So, wie warm ist es mittlerweile drin? 15 Grad. Oh, wir werden angegriffen. Okay. Es geht los, Emmeline. Jetzt haben wir keine Zeit mehr zum Turm bauen, ne? Emmeline würde ich jetzt erstmal einfach mal hier also auf diesen hier oben hinpacken, genau. Can. Dann packen wir mal auch hier auf diesen Turm. Lara stellt sich einfach mal hier aufs Feld drauf. Gewinnen und Kater. Du kommst auch mal hier hin. Erstmal. Quinn und Kater. Quinn. Nee, okay, Quinn. Wir haben jetzt leider keine Zeit mehr zum Turm bauen. So, auf eure Posten. Es geht gleich los. Oder müssen wir ein bisschen näher kommen mit den dreien hier? Ja. Jetzt können wir auch gleich sehen, wie das. Ah, Ken kann gar nicht schießen, oder wie? Doch, hat eine Laserpistole. Ah, der Turm ist viel zu weit weg. Verdammt. Nein. Der Turm ist zu weit weg. Dann gehen wir nochmal runter mit denen. Emmeline kann ja ganz gut schön weit schießen, ne? Der Radius von ihrer Waffe ist besonders groß. So hat man. Da kann man jetzt dran sehen, dass die Dinger so ein bisschen gegrillt werden, ne? Ja, wir können auf jeden Fall noch an der Verteidigung arbeiten, ich weiß. Wo wollen die hin? Was machen die? Das ist doch cool. So wie es läuft, es ist keiner verletzt, ja? Die Dinger werden noch ein bisschen angegrillt hier. Warum laufen die denn erst zu Emmeline hin und dann laufen wir selber zurück, okay? Das ist sehr, sehr interessant. Schön habt ihr das gemacht, sehr cool. So, ihr könnt wieder laufen. Emmeline auch. Ken natürlich auch. Cool. Ja, was wir machen müssen, ja, jetzt haben wir diese Tür mal so ein bisschen, können wir die versetzen noch? Jo, die können wir tatsächlich bewegen. Das ist sehr cool. Aber vielleicht wäre es doch sinnvoll, hier noch einen zu lassen und vielleicht den nochmal zu kopieren und ein bisschen näher zu machen. Weil cool wäre natürlich immer, wenn die Gegner irgendwie hier durch unseren Haupttor laufen würden, ne? Dann würde sich das Ganze halt immer hier abspielen, ne? Wenn wir angegriffen werden. Und hier sieht man ganz gut, jetzt Kraftstoff wurde verbraucht hier, ne? Von diesen zwei Flammenwerfern. Aber ich hätte echt gerne noch zwei auf der anderen Seite. Aber das kriegen wir bestimmt noch hin. Wir könnten auch, ja, normale Fallen, die können wir aus Metallschrott bauen, die kann man hier so in der Reihe bauen, ah, okay. Erstmal hier so ein paar Fallen hinstellen. Unversorgte Geräte, ja, wir haben echt Probleme mit den Strom, ne? Wir haben Stromprobleme. Verdammt. Warum werden die Dinger
irgendwie Status aus. Das stehe ich jetzt gerade gar nicht. Laderate 16. Irgendwie produzieren die Dinger irgendwie nicht richtig. Ich muss mal was ausprobieren. Produziert nämlich 40. Das ist, so ein Ding könnte 40 produzieren. Was ist denn, wenn ich das Ding ein bisschen versetze? Stört das hier irgendwie oder so? Giftige Asche. Oh weia, was passiert denn jetzt? Der Aufenthalt im Freien während dieser Katastrophe verursacht unangenehme Atemnot und verringert die Bewegungsgeschwindigkeit. Oh weia. Längeres Aussetzen kann eine Blutvergiftung verursachen. Solarzellen liefern weniger Strom, Pflanzen wachsen langsamer. Farmpflanzen verlieren Gesundheit und Ernte. Okay. Gut, dann machen wir jetzt erstmal ganz, ganz wichtige Sachen. Zum Beispiel Quinn eben das Windrad bewegen. Emmeline ist am Kochen. Lara ist am Hacken. Nee, Lara, kannst du nicht Handpan bauen? Egal, bau doch einfach mal das Ding da. So. Also entweder ist zu wenig Wind da. Jetzt ist gerade kein Wind da, ne? Also ich verstehe. Ja, jetzt ist gerade kein Wind da. Okay. Quinn. Du müsstest mal eben hier das hier bauen. Wir müssen gucken, dass wir jetzt immer drin bleiben, ne? Arthur ist am Forschen. Lara's am Bergen. Nee. Wie kannst du nicht kochen? Kochen Gemüsesuppe, ja. Kann dann dies, das. Lara, kannst du nicht? Nee, ein Pullover, genau. Mach du mal einen Pullover. Ich weiß nicht, wie lange giftige Asche anhält. Emmeline ist immer noch am... Nein, Emmeline, bitte. Kochen. Geh bitte kochen. Ich glaube, es sind gar keine... Egal, Emmeline, kannst du nicht einfach hier so ein bisschen Dart spielen? Dart spielen. Schon entspannt. Sie ist schon entspannt, okay? Verdammt. Dann komm einfach rein. Dann müssen wir sie halt dazu zwingen, dass sie reingeht. Giftige Asche ist halt immer noch aktiv. Ich will nicht, dass sich hier einer vergiftet, verletzt, wie auch immer. Außer Quinn. Guck mal, Lara und Emmeline sind nämlich schon ein bisschen verletzt, ne? Emmeline, siehst du, du bist schon verletzt. Kannst du nicht? Er besitzt Lara, Carter, Emmeline. Emmeline, nee. Jetzt brauchst du nicht mehr. Jetzt kannst du schlafen gehen. Dich ein bisschen ausruhen. Oh, Musikinstrumente ist fertig gebaut, okay. Drehen sich jetzt diese beiden Dinger? Ne, die produzieren gerade keinen Strom. Die Dinger sind aus. Sonnenkollektor produziert auch nicht gerade viel. Ne, Quinn. Oha, Quinn, ey. Wie können wir denn Quinn... Quinn, hast du nicht Lust, einfach ein bisschen Dart zu spielen? So, das zweite Ding ist jetzt auch schon da. Produziert natürlich jetzt nicht wirklich viel Strom, ne? Na cool. Alle sind auf jeden Fall drin. Außer Quinn natürlich nicht. Der will wieder den Sandbox
das Ding hier reparieren. Den Sandboxsack. So. Ich denke mal, so ein bisschen können wir draußen bleiben, ne? Wenn wir uns mal den Quinn angucken, seine Gesundheit, Schmerzen mittels, Lunge, Kurzatmigkeit. Eieiei. Geh auch ein bisschen Dart spielen nochmal. Wie ist das eigentlich? So, Helme haben wir nicht. Davon haben wir auch nichts. Genau, stellen wir so ein paar Waffen her. Wer hat denn... Ah, hier, die Kurzbögen, die sind eigentlich noch so weit. Die kann man, glaube ich, noch alle so nutzen, ne? Quinn, ey. Ist schon entspannt. Quinn, wo ist denn dein Zimmerchen? Das hier. Quinn hat gesagt, er möchte jetzt gerne unbedingt schlafen gehen. Oh. Unzureichender Lagerplatz. Oh, da ist bald etwas fertig. Schön. Die Emmeline bekommt. Jetzt haben wir die geweckt. Verdammt. Und diesen Pullover hier, dieses Hemd, können wir abbauen. Ja. Ups, da war der Sound weg. Was macht Emmeline denn da? So, die nimmt das Ding auseinander, okay. Ja, das hält ganz schön auf hier, ne? Diese giftige Asche. Wir haben doch eigentlich gar keine Zeit für solche Aktionen hier. Oh, der nächste Helm ist fertig. Ken. Wo ist Ken? Ah, ne, der Ken macht gerade. Oh, es gibt Musik. Cool, Carter. Carter ist sehr musikalisch. So, Emmeline. Nee, Emmeline nicht. Carter. Okay, dann bekommt Carter. Carter hat ja nicht so viele Haare auf dem Kopf. Das wäre ganz cool, wenn er so einen Lederhelm kriegt, ne? So. Carter schläft, hat den Helm auf. Gut. Was macht Emmeline denn jetzt? Bergen. Nein, Emmeline. Und sonst haben wir nichts für sie, ne? Kleidung. Was hätten wir denn noch da? Eine normale Hose und eine Raumschiffhose. Achso, das könnte man alles auseinandernehmen, ne? Was könnten wir... Emmeline, kannst du denn auch nähen? Geht das? Nähe im Pullover, genau. Mach das mal. Hauptsache es ist warm. Ist egal, wie er aussieht. Guck mal, hier ist ein Schneemann. Aktuell ist es bei uns auch am Schneien. Und ich hab guck mal. Nach richtigen Schneemann. Hier ist auch noch einer. Zwei sogar. Cool. Musikabend. Wenn du Musikinstrumente hast, hast du Musik. Und Musik ist alles, was man braucht, um eine Party zu machen. Lass uns um 19 Uhr zusammenkommen und tanzen. Ja, klar. Gerne. 19 Uhr, Feier. Mhm. Schön, es gibt eine Feier. Haben wir denn, was haben wir denn da? Ja, Alkohol haben wir, glaube ich, gar nicht da, ne? Nee, haben wir nicht da. Aber man braucht auch keinen Alkohol, um zu feiern, oder? Schön, alle sind drin. Ken stellt was her, okay. Befestigung bauen, Quinn. Jetzt gehen alle raus, ey.
Ich kann die nicht ewig drin lassen, das geht gar nicht. Oh, was wird geborgen? Achso, das sind Notrationen, oder? Nee, waren es nicht. Erforscht. Impulsgewehre. Schön. Impulsgewehre sind erforscht worden. Okay. Was wir jetzt machen ist... Speere, Kurzbogen. Ja, genau. Das nehmen wir jetzt erstmal raus. Waffen herstellen. Hey, wo können wir denn die Impuls... Ach so, genau, stimmt. Die Impulsgewehr können wir an der Lötebank herstellen, ne? Da, Impulsgewehr. Ein Bereich von 15 nur. Okay. Da hat's so ein Pfeil und Bogen schon mehr, ne? Schade. Schienengewehr. Suchen, produzieren. Kohlenstoff nähern, röhren. Ach so. Oh, ja. Kohlenstoff. Neonröhren drucken. Ja, da müssten wir erstmal das hier forschen, um dann das Schienengewehr zu forschen. Okay, wir werden trotzdem Waffen herstellen. Impulsgewehr machen wir erstmal so zwei oder so. Feier um 19 Uhr. Wie viel Uhr haben wir denn überhaupt? 11 Uhr morgens erst. Ah, da ist noch ein bisschen Platz. Ein bisschen Zeit. Und zu rechnen Materialien, ja. Und ich sehe gerade, dieser giftige Regen ist weg. Schön. Genau, Befestigung bauen. Das machen wir. Das ist ganz, ganz wichtig. Hinten muss erstmal alles zu sein. Dann haben wir das nämlich erstmal dicht hier. Kater ist noch am Forschen. Das ist auch gut. Schön. Es läuft. Da wird noch geschneidert für den Winter. Aber jetzt sind es auch schon 4 Grad, ne? Der Winter ist auch schon wieder fast vorbei, denke ich mal. Es ist schon wieder warm draußen. Es gibt schon wieder Plusgrade. Wir können schon fast wieder mit der Sommerkollektion starten. So, Holz haben wir noch 260. Musikabend beginnt, schön. Ja, aber wo sind sie denn jetzt? Teilnahme einer Musiknacht. Haben irgendwie alle keine Zeit, ne? Kater schläft, der hat keinen Bock. Ken will lieber Waffen herstellen. Oh doch, jetzt kommen doch alle. Außer Kater nicht. Nee, Kater kommt jetzt doch. So, er muss ja erst ein bisschen schlafen, hat er gesagt. Ah, okay. Er ist gestresst? Wie? Unentspannt. Scheint wohl eine tolle, tolle Party zu sein hier. Ken ist schon schlafen gegangen. Kein Bock. Schöne Sache hier. Was ein schöner Abend. Oh, hier sind schon wieder Tiere hier vorne. Mhm. Und Quinn kriegt einfach nicht genug. Er muss unbedingt noch die Befestigung bauen. Aber seine Motivation ans Bauen gefällt mir sehr, sehr gut. So, wir werden aber trotzdem noch hier so ein bisschen fällen. Wir brauchen noch ein bisschen Holz. Holz, kleine Laubbäume, genau, entfernen. Die brauchen wir noch. Was ist das denn für ein Ding hier? Also er ist auch wie so ein Pokémon. Nee, alles gut.
Ass Quinn hat einen Zusammenbruch. Warum? Oder kurz davor. Bärenstarken Hunger. Quinn, was ist denn mit dir? Der ist so motiviert, der Kerl. Der fixt sogar das Essen, ey. Ist einfach unglaublich. Unglaublich, der Kerl. Oh, was ist passiert? Herabfallende Raumschifftrümmer. Verletzung, Lara. Nee, nicht jetzt. Ist jetzt das passiert, was ich... Wartet auf Behandlung. Was ist passiert? Ist das Raumschiff... Ist so ein Raumschiff-Ding auf ihr... Nee, ne. Okay, nee, Oh weia. Wir dürfen da nicht drüber lachen. Quinn macht das. Quinn, bitte. Quinn. Wartet auf Behandlung. Wer behandelt die denn jetzt hier? Können wir nicht einfach hier hinklicken? Hä? So, sie geht. Ah. Was ist denn passiert, Lara, mit dir? Ist dir irgendwas auf den Kopf gefallen? Was für eine Wunde? Sie hat auf jeden Fall eine Wunde. Eine Schrapnellwunde. Und dann, okay. Aha. Also sie blutet schon stark, ne? Das ist schon, nee, stark, okay, nicht unbedingt. Nee, stark blutet sie nicht, aber sie hat schon viel Gesundheit verloren. Unzureichender Lagerplatz. Okay. So. Er hat nur so einen Helm auf, den braucht er erstmal nicht unbedingt. Quinn oder Carter. Carter hat auch schon. Emmeline. Can. Lara. Lara muss erstmal behandelt werden. Aber es interessiert anscheinend keinen hier, dass Lara blutet. Doch. Can. So, Quinn. Wie sieht's aus mit dir? Du kriegst jetzt erstmal einen Helm. Genau, und du gehst erstmal essen. Der Kerl, irgendwie anscheinend ist der ein bisschen vergesslich. Er ist müde und barfuß. Oh ja, Schuhe müssen wir auch noch machen, unbedingt, ja. Das ist richtig. So, Ken macht weiter Helmer, das ist schön. Was ist hier passiert? Hier ist noch ein Pullover. Emmeline hat einen an, ne? Emmeline hat schon einen schönen Pullover an. Ken, du bekommst jetzt erstmal einen Pullover. Genau, gönn dir erstmal. Schließlich hast du das Ding gemacht. So, T-Shirt machen wir weg. So, dann gehen wir jetzt hier mal rein. Machen wir erstmal Mantel. Mantel machen wir weg. Thermohose machen wir mal weg. So, Lederhosen sind noch welche zu machen. Pullover auch noch. Und danach kommt Schuhe dran. Hier laufen noch welche barfuß durch den Schnee. Unglaublich. Ja, guck mal hier, jetzt drehen die beiden sich. Versorge 36. Das läuft ja schon mal besser. 40, guck mal, der ist voll ausgelastet. Also die beiden laufen schon mal gut. 40, ja. Okay. Und hier? 20. Batterie ist zu 64% voll. Das ist in Ordnung. Quinn, Turm bauen. Hm? Ah, guck mal, Quinn. Felsbrocken. Wo ist Donnert hier? Oh, ich weiß nicht, was leuchtet denn hier so krass? Oh, orangene Pilze. Die beobachten wir mal. Wir haben die CPU-Montage erforscht. Ah. Könnten wir wahrscheinlich auch, denke ich mal, dass wir die hier bauen können. Und da herstellen. CPU-Kerne, genau. Löte CPU-Kerne aus Silizium und Metalllegierung, ja. Okay, das machen wir, ja. So, Quinn geht schlafen. Im Winter wächst halt nichts, ne? Oder wächst Silizium? Nee.
Mhm. Achso, und da ist noch ein Helm da, ne? Gut, du kriegst erstmal den Helm. Lara ausrüsten, genau. Raumschiffhose haben wir noch eine. Wo haben wir denn diese blöde Raumschiffhose? Hier ist noch ein Bogen. Was ist eigentlich mit diesem Bogen hier passiert? Haltbarkeitsdauer. Oh. Ah, okay. Das ist dieser Bogen, war das Lara? Den sie da ein bisschen versammelt hat. Ah, hier ist diese normale Hose. Die können wir demontieren. Und was hatten wir jetzt noch da? Pullover, Mantel, genau, einen normalen Mantel, den machen wir nicht kaputt, den können wir noch behalten. Eine Hose und eine Raumschiffhose. Ach, hier ist er, guck mal. Ah, die ist schon in, ah, okay. Hm, das gefällt mir. Strom haben wir jetzt auch kein Problem mehr erstmal. Gehen wir nochmal in die Forschung rein und machen das mit diesen Neonröhren. Ne, das haben wir schon. Geschütztürme. Oh, Laserpistolen. Das können wir alles jetzt. Wärmepumpen. Was sind Wärmepumpen? Kombiniere eine Zwei-Wege-Wärmepumpe mit einem eingebauten Thermostat. Und du hast eine Klimaanlage. Die Raumtemperatur. Ah, okay. Elektrische Ventilatoren sind einfacher zu bauen. Du brauchst Oh, cool. Wärmepumpen. Eine Sache. An den elektrischen Forschungstisch könnten wir jetzt auch forschen. Geschütztürme. 5 Tage. Oh weia. Beste Verteidigung ist die automatische Verteidigung. Um einen automatischen Geschützturm zu bauen, müssen wir einen drehbaren Rahmen, einen ausreichend großen Bewegungssensor und eine Waffen und einige Waffenaufsätze entwickeln. Ich denke da an ein Lasergewehr, ein Maschinengewehr. Und ein Raketenwerfer. Oho. Oho, oho. Also ich habe ja mal euch gesagt, dass ich schon so ein paar Runden gespielt habe, bevor ich dieses Let's Play angefangen habe. Aber Geschütztürme habe ich noch nie gehabt. Das ist für mich auch Neuland. Ja, und da freue ich mich ja besonders drauf, auf Geschütztürme. Oh, weia. Tolle Sachen kommen hier. Tolle Sachen. Was ist denn ein Sensorgerät? Gibt eine hitzereagierende Flüssigkeit in einen Glaszylinder und du hast ein Thermometer. Verbinde es mit einem Mikroprozessor und du hast einen Thermostatsensor, der bei einer bestimmten Temperatur intelligente Geräte in sein Netzwerk aussetzen kann. Okay. Infrarotkamera auf einen rotierenden Mast ist alles, was man für einen 360-Grad-Bewegungssensor entwickeln muss. Man kann da tolle Sachen mitbauen, ne? Okay. Es kommen da schon sehr, sehr coole Sachen hinterher raus, ne? Ich finde das ganz cool, dass man so schöne Sachen mit dieser Sensorgerät hier, ne? Das sind schon mal ganz coole Sachen hier. Herrlich. Ja, das müssen wir erstmal forschen. Wir geben jetzt erstmal Geschütztürme einfach mal schon mal da rein. Erdschürfen. Ja, das sind auch noch alles so Sachen, die wir gerne irgendwann mal forschen wollen. Aber ich bin gerade heiß auf diese neue Geschütztürme. Das ist ja... Wow. Und wir müssen uns noch eine gute Quelle suchen. Für Felsbrocken, genau. Abbau. Wie ist das denn eigentlich, wenn wir... Das geben wir jetzt nochmal ganz schnell im Auftrag. Verteidigung... Ein Tor, nein, ein Zauntor, genau. Nein, das war verkehrt. Zauntür, eine Zauntür. Die ist aber nicht so hoch. Ja, habe ich jetzt. Ein Tor. Ach so, nee, aber gibt es nicht? Zauntür, Zauntor. Hm. Aber ich möchte nicht so ein großes haben.
Ich möchte halt hier hinten auch noch einen Eingang haben, ne? Damit wir zum Beispiel sowas hier abbauen können oder mal von hier aus nach oben gehen können. Aber das müssen wir halt immer wieder zumachen, ne? Egal, das machen wir. So, das Ding soll da reingebaut werden. Weil hier, ich möchte mal anfangen, Steine auch abzubauen. Ich möchte ein paar tolle Sachen mit Steinen machen. Bin zerlegen, Befestigung. Ja, Digga. Falle bauen. Nee, nee, Digga. Du baust jetzt erstmal diese blöde Tür hier, bevor du irgendwas anderes machst hier. Nicht alles anfangen und nicht zu Ende bringen hier, Quinn. Du bist so motiviert, du willst überall gleichzeitig sein, ne? So, hier wird noch geborgen. Coole Sache. Ja. Ganz interessant, diese Folge gewesen. Vor allem die Forschung. Bis wir aber bei den Geschützturmen sind da und so, das dauert wahrscheinlich noch. Gut. Dann. Ah, guck mal. Der Kälteeinbruch ist da. Jetzt gibt's nochmal einen richtigen, knackigen Winter. Außentemperaturen sind 8 Grad während dieser Kartoffel niedriger als gewöhnlich. Okay, also es wird nochmal richtig, richtig kalt. Schöne Sache. Gut, dass wir dabei sind, uns warme Pullover zu nähen, zu stricken, wie auch immer. Leute, das war's von dieser Folge. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Daumen nach oben und die ganzen Abos, die so durch dieses Let's Play reingekommen sind. Freut mich natürlich, wenn es euch auch gefällt. Ja, wie gesagt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ein Abo, falls noch nicht passiert. Ja, ansonsten gesund bleiben und so. Wir sehen uns. Bis dahin. Bye, bye.